Hallo und willkommen zu unserem neuen Video. Hallöchen. Wir sind heute mal wieder vor dem Wohnwagen. Und zwar haben wir uns gedacht, wir haben gar keinen sogenannten Kanaltrailer. Ja. Und uns selbst auch noch nie wirklich vorgestellt, so viel ich weiß. Und deswegen dachten wir, wir stellen uns mal vor, wir erzählen mal so ein bisschen darum, wie das Ganze zustande kam. Warum wir das alles machen, so ein bisschen auch ein Teil davon. Ja. Versuchen uns möglichst kurz zu halten, aber euch einen kleinen Einblick zu geben, dass ihr uns eben auch mal kennenlernt. Ja. Und wie ihr im Intro schon gesehen habt, wenn ihr aufgepasst habt, dann ist das Yvonne. Und ich bin Thorsten. Und wir haben hier Letty und Odin. Genau. Und wir leben seit 2018, seit Mitte Juni 2018 im Wohnwagen. Jawohl. Ja, als wir damals angefangen haben, da gab es noch Chiara und Sam. Ja. Das waren unsere zwei vorherigen Hunde. Mit denen haben wir das Ganze damals angefangen. Mhm. Die sind leider nicht mehr unter uns. Und wir haben aber ja, sehr tolle, schöne Nachfolger bekommen, ja, auf die wir wirklich stolz sind. Ja, ja, und wie hat alles begonnen? Also wir werden gar nicht so groß ausholen, sondern wir werden uns da relativ versuchen, kurz zu fassen. Und zwar, wir haben 2015 haben wir ein Angebot bekommen über ein Baugrundstück. Sehr cooles Grundstück, ja, relativ groß, super Lage. Hat uns sehr gefallen. Dann hatten wir vor, ein Haus zu bauen. Haben dann mit der Bank gesprochen und so weiter. Und letzten Endes war es mehr oder weniger so, dass wir von der Bank ein Okay bekommen hätten und hatten dann wirklich auch vor, das Haus zu bauen, haben dann 2016 auch angefangen mit einer Firma, die wir namentlich nicht nennen dürfen, zumindest laut einem Gerichtsbeschluss. Es ist viel Schmu gelaufen, wir waren auch teils sehr, sehr blauäugig, ja, und haben im Endeffekt auch selber viele Fehler dabei gemacht, da wir einfach zu viel blindes Vertrauen auch hatten und ja, diese Euphorie, die da dabei war. Ja, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ja. Letzten Endes war es dann so, dass wir auch zum Teil über den Tisch gezogen sind. Eben, wir waren auch ein bisschen zu sehr gutmütig. Ja. Auf jeden Fall war es letzten Endes so, dass der Bau nicht zustande kam. Richtig. Wir haben dadurch sehr viel Lehrgeld bezahlt. Ja. Müssen wir auch wirklich sagen. Und dann war halt alles so ein bisschen die Stimmung getrübt, alles so ein bisschen doof. Mhm. Ja, und dann habe ich einfach gesagt gehabt, ich habe sowas von, mir stets bis oben. Am liebsten wäre mir auf Kleins irgendwie alles packen und weg und raus. Und am besten... Ja, einfach abhauen. Ne, einfach raus aus dem Ganzen. Ich habe gesagt, ich habe keine Lust mehr auf den Ganzen... Ja, du hast damals gesagt, am liebsten würde ich jetzt ein Wohnmobil nehmen und mich einfach Punkt, Punkt, Punkt. Ja, genau. Deswegen auch schon nach den Wörtern. Und und das war dann eben so einfach mal dahergesprochen. Ja, einfach mal so raus. Und du hattest noch gemeint gehabt. Ja, ich habe gesagt, klar, wegen mir können wir sofort los. Ja. Und letzten Endes war die Idee dann das erste Mal im Gespräch. Und irgendwie hat uns die Idee eben auch keine Ruhe gelassen. Genau. Wir haben das Thema dann immer mal wieder aufgefasst. Ja. Und hatten dann 2016 auf 17 zum Jahreswechsel, 2017 war das schon, haben wir uns da wirklich nochmal drüber unterhalten. Ja. Und letzten Endes haben wir dann gesagt, scheiß drauf, wir machen das einfach. Ja. Und haben dann lange erstmal uns überlegt, Wohnmobil, Wohnwagen, was ist ein Vorteil für uns, was wäre besser für uns. Und haben dann uns für einen Wohnwagen entschieden, ja, weil wir einfach die Flexibilität haben wollten. Richtig. Zwischenzeitlich nach 6 Jahren... können wir wirklich sagen, also für uns ist ein Wohnwagen perfekt, aber ja, es gibt auch viele Situationen, wo ein Wohnmobil super gewesen wäre. Aber es gibt genauso viele Situationen, wo einfach der Wohnwagen perfekt ist. Ja. Also das ist eine Entscheidung, aber das ist ein anderes Thema. Richtig. Gut, dann haben wir gesagt, okay, wir gucken uns mal um. Wir schauen uns da wirklich mal um wegen Wohnwagen und haben dann angefangen zu suchen. Und ja, das ging ein Jahr. Ja. Ja. Wir haben ein Jahr lang, ein bisschen über ein Jahr haben wir wirklich die unterschiedlichsten Wohnwagen uns angeschaut. Richtig. Ja. Und warum wir uns letzten Endes für den Airstream entschieden haben, das werden wir nächste Woche sagen. Richtig. Das, genau. Wir haben nämlich überlegt, nächste Woche werden wir ein Video dazu machen. Nächsten Sonntag kommt zumindest das Video dann dafür raus, warum wir den Airstream genommen genau haben.
und werden dann auch eine kleine Roomtour machen. Also wer da Bock drauf hat, das Video nächste Woche. Wer wissen will, wie es innen drin aussieht. Genau. Ja, auf jeden Fall sind wir dann 2018, im Juni 2018, Mitte Juni 2018 sind wir in den Wohnwagen gezogen. Ja. Und sind dann auch losgefahren direkt. Richtig. Haben anfangs angefangen, ja, eine Art Blog, Tagebuch, ja, wie auch immer, zu führen. Sollte als Tagebuch sein, genau. Ja, zwischenzeitlich hatte sich der Blog dann zu Erkunde Deutschland entwickelt und hat mit Blog eigentlich gar nichts mehr zu tun. Das ist jetzt eher so eine Sammlung von Ausflugszielen, richtig, Sehenswürdigkeiten, was, genau, wir alles auch so in den letzten 6 Jahren besucht haben und sind auch natürlich ständig dabei, das Ganze weiter auszubauen, mhm, aufzufüllen. Und das ist schon so ein kleines Baby, sind wir sehr stolz drauf. Ja. Ja, und dann natürlich das ganze Thema mit YouTube und so weiter. Wir haben YouTube ja erst 2022 angefangen. Ja. Nein, 2023 haben wir erst mit YouTube angefangen. Ja. Wir hatten natürlich anfangs auch mal uns wirklich darüber unterhalten, machen wir YouTube, machen wir es nicht, wäre das was für uns, wäre das nichts für uns. Ja. Wir waren damals, ja, wir hatten damals auch einfach keine Lust dazu. Richtig. Und es war halt auch so, zum einen, ich bin immer lieber hinter der Kamera als vor der Kamera. Ja, wir wollten uns ja nicht zur Schau stellen. Ne? Ja, und das war eigentlich im Endeffekt so, dass wir da eigentlich gar keine Lust drauf hatten. Ja. Und ja, es war so, während der ganzen Jahre haben immer mal wieder Menschen zu uns gesagt, wieso macht ihr kein YouTube, ihr müsst YouTube, richtig, machen. Und wir, ja, hatten aber wirklich keine Lust dazu. Ja. Und dann kam letzten Endes der Winter 2022 auf 2023, genau. Da sind wir nach Spanien gefahren. Ja. Und haben dann in Spanien innerhalb kürzester Zeit, haben wir schon mal in einem Video, glaube ich, gesagt, aber innerhalb kürzester Zeit haben wir wirklich so viele Eindrücke bekommen, ja, und so viele schöne Sachen gesehen von dem schönen Land. Und haben dann so beim Autofahren so ein bisschen so vor uns hin philosophiert. Richtig. Und haben gesagt, es ist eigentlich schade, so die letzten Jahre, so von 2018, ja, wir haben so viele Sachen erlebt, so viele tolle Sachen auch erlebt. Ja. Und so viele schöne Orte gesehen und, genau, es ist so viel passiert. Und das Schlimme daran ist halt, wir haben wirklich den Großteil als Erinnerung nur im Kopf, im, ja, Gedächtnis. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen einfach YouTube. Richtig. Für uns als Erinnerung, ja, und auch für Freunde, Bekannte, dass die das sehen, wenn die da Lust dazu haben. Und wer natürlich auch so Lust dazu hat. Und haben dann diesen Kanal gestartet. Ja. Haben dann, ja, in der Zeit, jetzt seit der Kanal läuft, haben wir dann auch mal immer wieder rumprobiert. Mal ein Video so, mal ein Video so. Und letzten Endes haben wir uns jetzt auch nochmal unterhalten und haben gesagt, okay, wir halten uns einfach so ein bisschen an das, wie wir angefangen haben. Damals war es ein Blog, ein Tagebuch, das war sehr schön. Genau. Und so machen wir das jetzt mit diesem YouTube-Kanal auch weiter, haben wir dann gesagt. Wir werden, wem es aufgefallen ist im Intro, steht jetzt hier unten dran auch immer die Woche. Das ist dann immer die Woche, seit wann wir schon im Wohnwagen leben. Also, genau. Es ist diese Woche jetzt Woche 308. Seit 308 Wochen leben, ja, wir also jetzt schon hier im Airstream. Ja. Und ja, wir haben gesagt, wir werden den Kanal einfach in Zukunft weiter so führen, wie, ja, wie es im Endeffekt anfangs mit uns im Tagebuch war. Richtig. Es soll eine Erinnerung für uns sein. Wir werden also, wenn wir uns was anschauen, wenn wir irgendwo hinfahren, werden wir da darüber, ja, ein paar Videos machen. Wir werden auch mal das ein oder andere Mal so ein bisschen auch mit Campingplätzen vielleicht was zeigen, wenn wir auf einem Platz sind, wo wir cool finden. Richtig. Oder auch einen Platz, wo wir nicht so toll finden, wie auch, ja, immer. Vielleicht auch mal den einen oder anderen Tipp zum Thema Camping und im Endeffekt so ein, ja, so ein kleiner Einblick in unser Leben, so gesehen. Ja. Ja. Und das Ganze, wie gesagt, Spanien, wir haben die Videos von Spanien auch schon selber mal das ein oder andere Mal angeschaut. Mhm. Es soll für uns einfach eine Erinnerung sein, auf die wir jederzeit zurückblicken können in Form von einem Video. Richtig. Und eine Erinnerung, wo wir jederzeit zurückblicken können auf diese mega geile Zeit, die wir gerade haben. Ja. Und das eben auch genießen, solange wie es geht. Richtig. Und gut, Freunde, Bekannte werden zuschauen, wenn sie Lust dazu haben. Und jeder, der auf den Kanal kommt und da einfach sagt, okay, interessiert mich, habe ich vielleicht Bock zu, er ist herzlich eingeladen, dazu, richtig, zu schauen. Wer da keine Lust dazu hat, man muss nicht hier bleiben, man kann, genau, auch einfach gehen. Ist ja wirklich so, ja. Ist halt, wer da Lust dazu hat, kann gerne bleiben. Jeder ist herzlich eingeladen, wer nicht, der muss nicht zuschauen. Wem das seine Erwartungen nicht entspricht, ja,
ja. Der muss nicht zuschauen. Genau. Und gut, und dann kommt noch so, so ein kleiner Einwand. Wir haben jetzt auch gesagt, wir werden, weil gerade dieser Blog, wo ich angefangen habe, wo wir angefangen oder wo wir gestartet haben, ist halt auch, wir haben alles, was wir da geschrieben haben, haben wir noch aufgehoben. Ja. Und es ist ein bisschen auch zu schade, das Ganze, ja, das Ganze wegzuwerfen, ja. oder wie auch immer. Und wir haben gesagt, wir machen eine kleine Homepage über uns. Ja. Nichts Großartiges, und werden da dann eben auch, wen das interessiert, diese Anfangszeiten von unserem Tagebuch so in Blogform auch wieder veröffentlichen. Mhm. Dann kann man das nachlesen, ja. Wer da Lust dazu hat. Und ob wir da in Zukunft dann auch das eine oder andere Mal noch reinschreiben werden, mal gucken. Das wird die Zukunft zeigen. Genau. Genau. Also wir werden da nicht viel vorausplanen. Richtig. Also lasst euch da einfach überraschen. Und gut, ich glaube, das war schon so die kleine Vorstellung. Das wird jetzt auch unser Kanal-Trailer werden, glaube ich mal. Und ja, in dem Sinn würde ich einfach mal sagen, danke fürs Zuschauen. Und wenn ihr Bock dazu habt, jeden Sonntag um 8 Uhr versuchen wir ein Video rauszubringen. Bis jetzt haben wir es wirklich auch jeden Sonntag geschafft. Richtig. Und wir hoffen auch, dass wir das weiter so schaffen. Und ja, in dem Sinn, bleibt alle gesund. Und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns nächsten Sonntag wieder. Bis dann. Ciao. Bis dann. Tschüss.